Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute wieder von Fanhome, das zweite Gefährt, Raumschiff, Flugobjekt oder wie man es nennen möchte. Der zweite jetzt noch da drin und den möchte ich euch natürlich auch vorstellen. Hier war auch wieder eine Zeitschrift dabei. Ja, es geht um den T-Advanced X1 Prototype. Genau. Und können wir auch mal ein bisschen drin rumblättern. T-Advanced X1 Prototype. Hier exklusives Design. Superior Model. A Terrifying Experimental Model. Ja, hier ein paar Details, die ich euch auch gleich nochmal einblende. Darth Vader haben wir hier. Hier geht es wahrscheinlich ein bisschen um Darth Vader an für sich. Hier auch von Darth Vader ein paar Sachen, was da Chest Control Plate und. Ja. Und was haben wir hier? Dann haben wir hier die T-Series. Ja. Da hoffe ich mal, dass die auch noch alle irgendwie rauskommen. Das würde mich richtig freuen. Und dazu natürlich auch nochmal die technischen Daten zu den ganzen Sachen. Ja, aber wir hoffen mal, dass die auch bald mal rauskommen. Gell? Wäre schön, würde ich mich freuen. Ja, und hier haben wir... Na, was ist denn da? Nix. Starship Vehicles. Ja, hier haben wir. Hier haben wir das schöne Teil. Den T-Advanced X1 Prototype und ja, den packen wir zusammen jetzt aus. So, und hier haben wir das schöne Stück und ja, hier, wir machen das gleich auf, das hier war jetzt nicht mehr in Folie. So, raus damit und jetzt müssen wir hier noch irgendwo einen Schnitt machen. So, hier ist der Ständer schon raus. Und hier haben wir die Base. Na, mach scharf. Das Vader's T-Fighter. Ja, jetzt gucke ich nämlich hier gerade, weil das hier weiß ist. Ja, kann man irgendwo rubbeln, ist da was? Nee, das ist so, das ist wohl wahrscheinlich hier so ein bisschen Druckerfarbe hier von da, dass dann hier rüber ist oder so, keine Ahnung, kann man nicht wegmachen, Fehlproduktion, aber ja. Mal gucken, wenn man es irgendwie anders dahinstellt, ob das dann auffällt. So, und dann haben wir den hier. Aha. Boah. Der hat auch ein schönes Gewicht. Sehr schön. Sehr, sehr geiles Ganze. Und mir war vorher auch nie klar, dass das Ding so lang ist. Ja? Weil in Filmen und so sieht man das ja nicht wirklich. Dann sieht man das immer irgendwie so. Ja, so. Vielleicht so ein bisschen schräg, aber so ganz sieht man den ja nie. Ja, das war mir nie so wirklich bewusst. Richtig, richtig schönes Ganze. Und auch hier gehen wir jetzt einfach mal in die Detailansicht und dann zeige ich euch das Ganze. Das Modell ist 10 cm hoch, 12,5 cm lang und 282 Gramm schwer. Der TIE Advanced X1 Prototype wurde speziell nur für Darth Vader hergestellt. Er hatte eine Größe von 5,8 x 6,2 m und eine Maximalgeschwindigkeit von 1200 Stundenkilometer.
Hier an der Vorderseite haben wir als allererstes mal das Cockpit, das ein Sichtfenster aus Transparstahl besitzt. Hier haben wir den verstärkten Durastahl-Rumpf. Dann hier binokulares Sensor Array. Die Sensoren tasten die Umgebung ab und können Breiten, Durchmesser, Spalten und selbst transparente Materialien detektieren. Hier haben wir die vorderen Deflektorschildgeneratoren und hier die zwei LS-9,3 Laserkanonen. Auf der Rückseite sehen wir als erstes die Ionenmotoren, dann ein bisschen drüber das Solarpanelsystem und unter der Kuppel sitzt die Kraftstofftankabdeckung. Wenn wir ihn uns von oben anschauen, sehen wir als erstes den Zugang zum Cockpit. Und hier haben wir die Stützrahmen für die Solaranlagen. So, und jetzt schauen wir uns alles nochmal von der Seite an. Hier haben wir die Sonnenkollektoren mit hohem Wirkungsgrad. Hier wird immer noch spekuliert, warum Sonnenkollektoren, weil ja, die fliegen ja im Weltall rum. Ja? Dort gibt es nicht gerade viel Licht, damit sie sich aufladen können. Für was es überhaupt gebraucht wird. Die fliegen ja auch nicht immer gerade an der Sonne vorbei, sondern auch mitten im tiefsten Weltall, wo einfach kein Licht herrscht. Ja, und hier unten haben wir die Solarstromphase 1 Konverter und hier der Energienetzmonitor. So, und hier bin ich wieder zurück. Hier haben wir Darth Vader's T-Fighter. Auch richtig, richtig schönes Teil und auch richtig groß und schwer. Und ja, auch schön bemalt. Hier neben hat man gesehen, hier sind ab und zu so ein paar, ich weiß nicht, Kratzer, nee, nicht direkt, vielleicht so Farbabschürfungen oder so. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, gell? Das war jetzt direkt im Licht, ja? Wenn ich mir das jetzt hier so angucke, ja, im recht dunklen Raum, möchte ich mal sagen, gell? Sieht man hier gar nichts, ja? Sieht man gar nichts, das heißt, wenn ich mir den jetzt hier so schön hinstelle, super, einfach super, ich bin voll zufrieden, auch hiermit, gell, und es kann weitergehen, ich bin mal gespannt, was die mir das nächste Mal schicken, und ja, wie hat er euch gefallen? Super, nee, nicht so doll, hier jetzt mit meinem zweiten Video, ist das so gut, wie ich das mache, gell, alles unten mal in die Kommentare und ja, auch hier, was ihr zu Fanhome und den Dingern hier sagt, gell? Also, auch hier nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, gell? Das Ganze hier ist, das muss man ja heutzutage sagen, gell? Das ist alles unbezahlte Werbung, gell? Ich kaufe mir das von meinem Geld, ja? Ich kriege hier nichts geschickt oder sonst was. Oder dass ich hier gesponsert werde. Nein, gar nicht. Ich kaufe das von meinem eigenen Geld. Mich hat keiner gefragt und ja, ich halte hier trotzdem Fanhome in die Kamera, ja, weil mir das richtig gut gefällt und weil ich total zufrieden bin. Auch allein die Preise, gell, kann man echt nicht meckern. Mir gefallen die richtig gut, ja. Ja, es wackelt ein bisschen, da ohne halt Plastik, gell, und hier so ein schweres Metallding da drauf. Ja, aber sonst super, gell, also. Schreibt in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, euer Timo.